Hallo, mein Name ist Marki Waskewitz von Traumkraft. Ich bin Atemlehrer nach Dr. Metier Josparo, Frau Schäufle-Osenberg, Burnout-Berater, Musiker und habe einen Laden für exotische Musikinstrumente. Ich biete Online-Unterricht an und da sich viele Leute das nicht vorstellen können, gerade im Bereich Meditation, möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie gut das funktionieren kann. Bleib also dran und du wirst mehr erfahren. Ja, ich bin jetzt hier live im Bild sozusagen und im Hintergrund seht ihr dieses Videokonferenzsystem, worüber wir auch die Meditationsgruppen machen. Ich starte das Ganze mal und ihr seht, die Personen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen richten sich ein. Das heißt, ihr könnt auf Sitzbänken, Sitzkissen, auf normalen Stühlen, ihr könntet aber auch teilweise sogar liegen auf der Couch. Je nachdem, was gerade Thema ist, kann man es sich da schön, dass ihr gemütlich machen. Da seid, dass ihr neugierig seid. Ich begrüße die Leute bzw. die Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und beim ersten Treffen frage ich natürlich auch ab, wer welche Erfahrungen hat, ob Atemwegserkrankungen vorliegen, um so auch die Gruppe optimal vorzubereiten bzw. Themen jeweils rauszusuchen. Ja, ich verbinde das Thema Achtsamkeit und Meditation gerne mit Klängen, denn es hat sich gezeigt, dass über meditative Klänge auch Leute, die anfangen, dieses Thema kennenzulernen, viel besser in eine Entspannung kommen, in eine Ruhe hineinkommen und so auch problemlos plötzlich 15 oder 20 Minuten meditieren, wo sie vorher vielleicht nach 5 Minuten unruhig werden. Die Gedanken kommen zur Ruhe. So, bei dieser Meditation war es so, dass wir Bodyscan gemacht haben. Das heißt, ich habe angeleitet und habe mit meiner Stimme geholfen, den Teilnehmern, den Teilnehmerinnen bewusst mit ihrer Aufmerksamkeit durch den Körper zu wandern. Und bewusst Stille auch in diese Anleitung hineingelassen, damit man nach und nach immer mehr zur Ruhe kommt. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, bei dieser Meditation war es so, dass ich dann mit der Indianerflöte die Meditation wieder aufgelöst habe und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen nach und nach wieder zu sich gekommen sind, die Augen öffnen, wieder in die Bewegung hineinkommen. Ich spüre noch ein bisschen weiter, dann sehen wir, wie die Meditation gewirkt hat. Ja, man kann jetzt sehen, wie die Rückmeldungen sind. Daumen gehen nach oben, lächelnde Gesichter. Online-Meditation kann wirklich funktionieren. Schau mal in mein Gästebuch hinein. Ich werde den Link mal hier unter dieses Video machen. Sogar fortgeschrittene, meditationserfahrene Personen, die schon bei mir teilgenommen haben, sagen, sie können noch was lernen. Beziehungsweise sie merken die Energie der Gruppe. Jeder, der mal an einem Retreat teilgenommen hat, kennt es vielleicht, sodass, wenn man in der Gruppe praktiziert, dass ja nochmal sich anders anfühlt, als man alleine praktiziert. Es ist in der Gruppe ein bisschen einfacher. Wenn du also neugierig bist, folg gerne mal den Links hier unter dem Video. Denk dran, gemeinsam in der Gruppe meditieren kann wirklich auch online funktionieren, aber es wäre auch wichtig, wenn du mittel- und langfristig erfolgreich, wenn man das in der Richtung sagen kann, sein willst mit dem Thema, dann solltest du die Übungen, die wir gemeinsam machen, auch alleine zu Hause praktizieren und dann wirst du den größtmöglichen Erfolg mit diesem Thema Atem und Achtsamkeit haben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal bzw. mach die Glocke an, schreib mir einen Kommentar und schau mal unter das Video. Dort findest du Hinweise zu Konzerten, Seminaren, Schulungen, Ausbildungen, Weiterbildungen. Neben dem Online-Unterricht gebe ich auch Live-Unterricht und zwar im Zentrum für Naturmedizin auf dem Gesundheitscampus der Ruhr-Universität in Bochum. Gerne bis bald. Mach's gut.